Hallöchen, Freunde, und cool, dass ihr nach so langer Zeit wieder am Start seid. Es tut mir so unglaublich leid, dass so lange nichts kam. Einige von euch haben sich's schon gedacht, ich hatte auch ein paar Kommentare dazu. Es lag tatsächlich an dem neuen Raum hier, den ihr gerade hinter mir seht. Es hat sich so fucking lange hingezogen, ich hätte es im Leben nicht gedacht. Wirklich nicht, ich bin da anscheinend zu optimistisch rangegangen. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte glaube ich irgendwann mal im letzten Video gesagt, ich glaube Ende dieser Woche ist es fertig. Ja, jetzt sind gefühlt 2 Monate später. Es tut mir verdammt leid. Es kam eine Scheiße nach der anderen, anders kann man es einfach nicht sagen. Das hat nicht geklebt, der Schaumstoff war scheiße, gut, den seht ihr hier nicht, also der ist hier. So Akustikzeugs und wieder Neues bestellt und irgendwie gefühlt 8-mal im Baumarkt, weil ich doch 40 Tuben Montagekleber gebraucht habe, weil Sprühkleber nicht gehalten. Naja, und Ende vom Lied, es war alles fertig, ich wollte aufnehmen für euch und zack haut's mir jedes Mal die Sicherung raus. Ich durfte die Wand hier drüben, oder? Die da? Und die Wand hier drüben, die da, nochmal komplett alles abmachen und aufschrauben und gucken und Leitungen überprüfen und Steckdosen rausschrauben. Ach ey, frag nicht. Ich hatte so eine Krawatte. Aber jetzt ist es endlich fertig. Ich freue mich so sehr. Ich hoffe, euch gefällt's. Ein paar Kleinigkeiten kommen noch dazu. Also hier, mal immer dieses Spiegelverkehrte, ne? Hier auf diesem kleinen Schränkchen stand eigentlich meine Pflanze. Aber ich und Pflanzen nicht gut. Wer hätte auch wissen sollen, dass Pflanzen Sonne und Wasser brauchen. Also ganz ehrlich, das sind wieder die Sachen, die man nicht in der Schule lernt. Ja, effektiv Pflanze hingestellt, ist gestorben, weil die ganze Zeit Rollo zu, kein Licht, 40 Grad hier im Dachboden und, naja, Wasser. Hätte es vielleicht auch mal gebraucht. Deswegen werde ich mir jetzt eine Kunstpflanze zulegen, sonst haben wir hier alle 2 Wochen eine neue Pflanze stehen. Geht über die Jahre bestimmt auch ins Geld. Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Sorry, dass ich hier gerade nur so behindert rumrenne. Weil ich muss mich konzentrieren und quatschen, da kann ich irgendwie nebenbei gerade nicht viel machen. Aber ich wollte euch nicht die ganze Zeit einfach nur das stille Bild zeigen, sondern ich renne hier einfach dumm rum. So wie man das zum Beispiel beim Telefonieren macht. Ja, es ist endlich soweit, Twitch geht los, diesen Sonntag, 20 Uhr. Ich hoffe, ihr seid am Start, ich freue mich riesig drauf. Ich werde es in Zukunft jetzt erstmal so machen. Boah, ich muss rülpsen wie Sau. Dass ich jeden Sonntag streame, ab 20 Uhr, dann mal gucken, 3-4 Stunden oder so, je nachdem wie es läuft, vielleicht auch mal länger, vielleicht mal kürzer, wenn ich keinen Bock habe oder so, keine Ahnung, aber das machen wir auf jeden Fall so und ich weiß nicht, nein, und ich möchte auch schauen, dass wir eventuell dann in Zukunft 2-mal die Woche streamen. Allerdings möchte ich es mir erstmal ein bisschen angucken, weil ich werde streamen, ihr könnt gern dabei sein und ich werde dann aus dem Stream die Highlights zu einer Folge oder 2 Folgen auf YouTube zusammenbasteln und ich möchte erstmal schauen, wie lange brauche ich dafür. Es bringt mir nichts, wenn ich 2-mal die Woche streame und dann kommt schon wieder ein neuer Stream und der alte ist noch nicht mal auf YouTube hochgeladen. Das Zusammenschnibbeln und Cutten dauert ja halt immer mal so ein bisschen seine Zeit und genau deswegen fangen wir erstmal nur mit einem Tag an, dem Sonntag, diesen Sonntag. Und dann schaue ich mal, wie schnell ich das alles zusammengeschnibbelt kriege. Und wenn das alles läuft, dann machen wir irgendwie noch einen Mittwoch oder so. Wow, ich bin schon wieder fast gestorben. Und apropos gestorben. Ich glaube, wir sind letzte Folge gestorben. Scheiße, es ist schon so verdammt lange her. Und ihr kennt mich um mein Gedächtnis. Aber auf jeden Fall glaube ich hier oben, oder? 532. Naja, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwas anziehen. Wo haben wir es? Hier, Schilde. Bam. Oh ja, das wird jetzt auf jeden Fall ein Spaß. Gerade wieder mit Portalnamen und allem drum und dran. Jetzt war ich so viele Wochen raus aus dem Spiel. Scheiße, ey. Naja, ihr werdet es euch leider antun müssen. Rüstung wäre noch geil. Haben wir Rüstung oben? Siehst du, da geht's schon los. Also, ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran. Wir sind gestorben. Irgendwie ziemlich doof gestorben. Wie eigentlich immer, wenn ich sterbe. Warte mal, Drachenhelm ist doch deutlich besser. Zack und naja gut, was anderes brauchen wir eigentlich nicht weiter. So, bräuchte man noch ein bisschen was zu futtern. Ich muss aufpassen, wir haben nur noch 7 Leben. Haben wir noch irgendwas Geiles an Tränken? Was haben wir denn hier? Ausdauermed nehmen wir mal ein paar mit. Gesundheitsmed nehmen wir noch ein paar mit. Es kam natürlich auch eine ganze Menge Updates. Also ich habe nur ganz kurz die Patch-Notizen gelesen hier beim Start vom Spiel, aber auch nicht vollständig. Also es wurden nur eine ganze Menge Bugs gefixt und es gab auch ein paar kleine Änderungen, aber wie gesagt, ich habe es mir jetzt nicht mega lange reingezogen. Ein großes Update kam nicht.
Zum Glück, da bin ich schon mal froh drüber. Das hätte mich noch mehr geärgert, wenn ich jetzt... Das nächste, was ist denn das nächste? Chips and Sea? Sea and Chips? Chips and Seas? Irgendwie sowas? Müsste, glaube ich, das nächste große Update sein, was kommt. Karottensuppe, Schlangeintopf. Ne, dann nehmen wir doch nochmal Karottensuppe mit. So, komm, jetzt knall dir mal die Scheiße hier rein. Tränke haben wir am Start. Brauchen wir noch irgendwas? Wäre eigentlich nur erstmal meine Rüstung wiederholen. Die Kohle können wir noch wegpacken und dann haben wir es doch. Ja, ja, so ist es. Ich freue mich auf jeden Fall. Also, es geht jetzt erstmal ganz normal weiter. Alle zwei Tage eine Folge. Und dann, wie gesagt, Sonntag streamen. Und ich versuche, dass ich ungefähr zwei Folgen rauskriege, weil ich sag mal, wir mit 3-4 Stunden zocken. Auch wenn jetzt nur die Highlights ins Video kommen sollen. Aber wenn wir so lange zocken, dann sollten ja, denke ich mal, zwei Folgen rausspringen. Dann passt das ja ungefähr, dass jeden Tag mal so ganz grob gesagt was kommt. So, das war schon mal falsch. Ha. Ich glaube, wir haben das Basis genannt, oder? Oh je, es tut mir leid. Händler, Händler, AB, nee, ABC, oder? Nee, hier eben eine Basis. Es steht doch sogar richtig dran. Hä? Nicht verbunden. Das ist kein gutes Zeichen. Warum denn das? Ich glaube, wir haben das Portal mitgenommen. Kann das sein? War das deswegen so ein doofer Tod? Sind wir hier unten irgendwo gestorben? Nee. Da waren wir auf Erkundung? Nee, oder? Ich würde mal behaupten, wir sind doch hier gestorben. Aber ich glaube, wir haben... Ah, nee, wir waren, glaube ich, am Silber abbauen. Kann das sein? Ich glaube, wir waren am Silber abbauen. Und dann habe ich es hier irgendwo wieder abgebaut und wollte es hier wieder hinstellen und bin dort gestorben. Und jetzt haben wir kein Portal mehr. Wir könnten bei der Drachenmutti doch noch ein Portal haben, oder? Händler, Händler. Wie heißt denn das Ding hier? Händler und das Ding heißt Erkundung. Wir probieren jetzt einfach mal durch. Die Folge jetzt hier wird nicht so unbedingt mega spannend, sondern wahrscheinlich einfach nur blödes Hin- und Hergelaufe. Um mich irgendwie wieder dran zu erinnern, was wir gemacht haben in der letzten Folge. Ich hätte sie mir natürlich nochmal reinziehen können. Aber ihr kennt mich, ich mache sowas nicht. Ich gehe mal völlig unvorbereitet in Sachen rein. Ach, Mann. ABC. Knochenwanst. Opfersteine. Schlange. Gebirge. Was haben wir hier drüben noch gebaut? Teersuche. Oh jemine. Ja, ich habe ein bisschen überlegt mit Twitch streamen, was wir am besten oder am dümmsten machen. Warte, ich muss mich kurz konzentrieren. Ja gut, hier sind wir ja zumindest schon mal in der Nähe. Ah, ich habe keine Pfeile mitgenommen, ich Dödel. Siehst du, hat doch was gefehlt. Wir laufen jetzt erstmal hier hoch, hoffen, dass das Boot wirklich da steht, wo ich es markiert habe. Und dann fahren wir wieder dahin. Zu unserer Basis. Ja, ich habe ein bisschen überlegt, was machen wir am dümmsten im Stream. Ich wollte ja mit euch Valheim zocken. Vor allem dekorieren und so weiter. Und das machen wir auch. Aber nicht nur. Habe ich das markiert? Ja, habe ich. Sondern ich habe irgendwie wieder ein bisschen Bock auf Raft bekommen. Ich hoffe, ihr auch. Also ihr habt Bock drauf. Ich habe natürlich auch noch Eiktür am Start. Ich Volldödel. Lange nicht mehr gekämpft hier. Wie ging denn das überhaupt? Stufe 1 gleich auch noch. Bam. Naja, gut, die sind ja nun wirklich jetzt nicht die größte Hürde. Ich hatte das schon mal angefangen als Let's Play, vor einigen Monaten. Und dann hat das Spiel mich aber irgendwie ein bisschen gefickt. Im Sinne von, irgendwie war mein Floß weg oder hat es weggebackt. Und dann ging es nicht weiter, ich war auf irgendeiner Insel oder so, glaube ich. Ja, war auf jeden Fall irgendwie alles Mist und dann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Aber ich muss sagen, irgendwie... Dachte ich mir, würde es ganz gut passen, so als Stream. Ist ja doch ein Spiel, was ein bisschen ja, länger dauert, sage ich mal. Oder wo man, wie bei Valheim, einfach sich länger was aufbauen kann. Und ich dachte mir, ich habe Bock drauf. Ich hoffe ja auch, also teilen wir uns so ein bisschen rein. Wir werden ein bisschen dekorieren und bauen. Und wir werden ein bisschen raften.
Und dann kommt halt von Valheim immer mal hier eine Folge, die halt nur der Zusammenschnitt ist. Also wir führen das Let's Play so ganz normal weiter und dann kommt halt zwischendurch immer mal ein Zusammenschnitt so von dem, was wir gebaut haben. Aber natürlich alles chronologisch, dass wir da nicht durcheinander kommen. Also ich versuch's zumindest. Wenn ich vorproduziere, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wenn es jetzt mal nicht chronologisch ist, ist ja auch kein Beinbruch. Oder ich lade es vielleicht auch gar nicht hoch. Ihr seht es ja dann einfach, wenn wir hier normal Let's Play zocken. Wie gesagt, ich will ja nichts groß erkunden oder irgendwie weiterspielen, sondern eigentlich nur bauen. Gut, wir sind hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen da hoch. Machen wir erstmal kurz Rückwärtsgang. Nee, falsch rum. Und diesen. Dürfen wir jetzt bloß nicht stecken bleiben, das wäre nicht so geil. Was sagt denn der Wind? Ah, der ist wie immer gegen uns und wir haben natürlich keinen Windskill am Start. Kommen wir hier voran? Oh, nicht gut. Ja, komm, jawohl. Zack. Nicht, ah, da ist er wieder. Kam aber früh heute. Na gut, das Spiel lief schon ein bisschen. Ich habe hier erstmal das Spiel nebenbei laufen lassen und alles gecheckt, weil ich habe auch alles neu eingerichtet. Es hat sich eh ein bisschen was getan. Also, wie gesagt, der Raum natürlich. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich habe mir echt lange Mühe gegeben. Ein paar Kleinigkeiten will ich noch machen hier drüben. Die Dinger. Warte. Ah, hier. Das soll eigentlich nochmal beleuchtet werden. Dass das ein bisschen geiler aussieht. Irgendwie gefällt mir der Vorhang hier auch nicht so, aber anders geht's leider gerade nicht. Ich habe mir eine neue Capture Card zugelegt. Endlich eine gute Elgato. Die einfach mal so deutlich geiler ist, obwohl die genau dasselbe gekostet hat wie meine davor. Das hatte meine von davor noch einen HDMI-Ausgang, sodass du halt auch PlayStation und Konsolen und Xbox und Gedöns hättest mit aufnehmen können. Aber ich finde es halt trotzdem krass, was für ein Unterschied ist. Ich meine, es ist eigentlich nur ein kleiner USB-Stick, der irgendwie das eine Signal, das HDMI-Signal in ein USB-Signal umwandelt. Dass es da doch so krasse Qualitätsunterschiede gibt, hätte ich nicht gedacht. Jetzt hier in meinem kleinen Format seht ihr das wahrscheinlich nicht so krass. Aber wenn ich mich mal Vollbild mache, ohne Scheiß, deutlich besser. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Freue ich mich. Ja, und wie es dann so ist, bloß mal, wenn wir jetzt hier eh gerade auf dem Boot sind, kann ich ja mal ein bisschen labern, was so alles dazwischen kam. Punkt 1, meine Mikrofonhalterung. Ich hatte immer so eine, die auf dem Tisch stand. Ging nicht mehr, also wäre doof gewesen, weil jetzt guckt die Kamera ja gerade auf mich drauf. Früher stand sie halt so, weiß ich nicht, ganz paar Zentimeter neben mir. Also es kam ja alles von der Seite, das Bild. Jetzt steht die halt sozusagen vor mir. Ich gucke bloß ein bisschen rüber auf den Monitor. Naja, und da war die halt wieder richtig kacke, weil das, dann hätte ich das Mikrofon voll in der Fresse gehabt. So habe ich es zumindest unterm Kinn und ihr seht mein Gesicht noch, aber sonst hättet ihr mich so ab Nase aufwärts gesehen ungefähr. Das heißt, da musst du schon mal eine neue her. Mein Doppelmonitorsystem, die Halterung davon, war halt auch richtig murks. Habe ich die hier noch rumstehen? Schaffe ich die zu holen? Wie lange müssen wir denn geradeaus? Lange ist nicht mehr. Komm, ich probier's. Das war das gute Ding hier. Ich hoffe, ihr seht's. Ja, ihr seht's. Riesenfuß. Und das Problem ist der neue Tisch. Warte, ich quatsch mal ins Mikrofon rein, sonst hört er mich nicht so geil. Ja, Riesenfuß in V-Form. Ihr habt's gesehen. Der neue Tisch, den ich mir gekauft habe, der ist gefühlt nur halb so tief wie den, den ich vorher hatte. Das heißt, dieser Fuß ging über die Hälfte vom Tisch raus. Das heißt, meine Tastatur konnte ich gerade so noch davor abstellen. Und dann hätte ich so hier sitzen müssen und konnte überhaupt gar keinen Arm oder irgendwas hier drauf lehnen. Weil der Fuß einfach fast so groß ist wie der Tisch. War die nächste Kacke. Musste auch ein neuer her. Jetzt habe ich so eine, die da unten an den Tisch dran schraubst. Oder an die Seite halt. Deutlich besser. Endlich wieder Platz. Ich habe erst überlegt, ob ich mir einen neuen Tisch hole, aber nee. Dann kam mir die Idee, hey komm, einfach mal nach einer neuen Halterung. Ja, Strom hatte ich schon gesagt. Ansonsten halt das ganze Klebescheißzeug.
Also wenn ihr mal vorhabt, irgendwie mit Akustikplatten, also ob es Pyramidenschaum ist oder geileres Zeug, Basotec, was auch immer, kauft niemals den billigen Scheiß. Erstens sind die Schnittkanten unter aller Sau. Kannst du überhaupt nicht ankleben und nebeneinander, dass es irgendwie hübsch aussieht, weil die einfach... Das sieht so aus, wie erstmal mit einer stumpfen Schere probiert, schon so leicht eingeritzt und ein paar Zentimeter danach dann ordentlich geschnitten. Ja, sieht auf jeden Fall alles kacke aus. Dann hatte ich so riesige Platten bestellt, ich weiß gar nicht, 2x1 Meter. Ja, Platte ist übertrieben, weil die ist ja nicht fest, sondern halt 2x1 Meter von diesem scheiß Akustikschaum. Ich wollte eigentlich nur die Decke damit machen. Kriegst du einfach nicht angeklebt. Keine Chance. Egal mit was. Mit Montagekleber probiert, mit Sprühkleber probiert. Und ich habe für eine so eine 2x1 Meter Platte eine große Tube Sprühkleber verbraucht. Und es hat trotzdem nicht gehalten. Also wirklich absolute Scheiße. Dann habe ich mir kleine bestellt. Dann kriegst du die alte zwar wieder ab, aber an ein paar Stellen hat es natürlich trotzdem ordentlich geklebt, sodass dir die Kacke noch an der Wand hängt und dann kannst du die... Oh Gott, nichts einreißen hier. Dann kannst du die Kacke einfach wieder nicht ordentlich, also die neue Kacke, dran kleben, weil irgendwo noch ein Stofffetzen hängt und dann ist es wieder irgendwie ein Huckel drin und ach, frag nicht. Ich will mich auch nicht so doll aufregen, ich möchte euch nur ein bisschen erklären, warum es jetzt doch so krass lange gedauert hat. Ja, wie gesagt, die Elektrik war das allergrößte Problem. Und als wenn es nicht reichen würde, hat es mir hier das Fenster noch zerschmissen, es ist immer noch kaputt. Ich habe wohl anscheinend über Nacht das Fenster aufgelassen, es war Sturm. Das sind also ganz, ganz alte Fenster, einglasig. Es war Sturm, es hat zugehauen, auf jeden Fall, ich bin früh aufgestanden. Und mein Hof war voller Glas und ich gucke hinauf und denke mir, ficken. So war es leider. Oh oh. So, wir müssen hier hoch. Ich erzähle euch gleich nochmal einen Schwank aus meiner Jugend. Nee, irgendwie... Also meine Freunde haben schon gesagt und ich selber auch, ich stand irgendwie in letzter Zeit anscheinend bei Final Destination auf der Liste. Anders kann ich es mir nicht erklären. Es war an dem Tag mit dem Fenster früh aufgestanden, rausgegangen, geguckt, Glas, denk mir, ja geil, Tag geht schon mal super los. Auf Arbeit gefahren und während meiner Arbeitszeit vom Hund gebissen worden. Weiß nicht, vielleicht blende ich euch sogar mal Fotos ein dazu, sonst glaubt ihr mir das alles nicht. Ich muss es ja ein bisschen beweisen. Ja, also Fenster kaputt, dann Hundebiss. Am selben Tag abends noch völlig krank geworden, aber wirklich 1,5 Wochen alles Mögliche gehabt, was du dir vorstellen kannst. Von Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, Kopfschmerzen, Fieber bis hin zu, keine Ahnung, völligstem Arsch sein. Ja, schön krank gewesen. Dann Krankheit endlich vorbei. Eine Woche Urlaub, ich mich super gefreut. Wir hatten, so meine zwei Brüder und ich, schon seit 3 Jahren Karten für Elsterglanz. Die guten Jungs, ihr kennt sie wahrscheinlich. Mega drauf gefreut, ich mit einem Auto los, Autobahn, zack, Reifenplatzer. Zeige ich euch auch gleich nochmal ein Foto dazu. Dann richtige Scheiße mit dem Abschleppdienst erlebt, war alles richtiger Müll. Deswegen nicht geschafft, 3 Jahre drauf gewartet, jedes Mal verschoben wegen Corona und jetzt Reifenplatzer und natürlich nicht geschafft. Das war wieder echt so geil. Naja, und als wäre es das noch nicht gewesen, dann an dem Freitag noch, sollte es in den Motorradurlaub gehen. Und mir hat es den Öldeckel vom Motorrad gelöst. Ich habe keine Ahnung warum. Ob ich den nicht richtig draufgeschraubt hatte oder ob es irgendeinen anderen Grund für gab. Auf jeden Fall auf dem Rastplatz angehalten. Auf der Autobahn, um mal ein kurzes Päuschen zu machen. Ich will absteigen, rutsche auf einmal völlig mit meinem Fuß aus und sage noch zu meinem Bruder, wir haben so Headset am Helm, um miteinander zu quatschen. Sage noch zu ihm, Alter, was ist denn hier so rutschig? Und dann gucke ich runter, meine ganze Maschine voller Öl, der ganze Reifen voller Öl, mein ganzer Fuß voller Öl. Gott sei Dank ordentliche Motorradkleidung angehabt, sonst hätte ich mir wahrscheinlich noch das Bein verbrannt. Aber auch mit Öl auf dem Reifen beim Motorrad, da hätte es bloß eine doofe Rechtskurve gebraucht.
Oder ein Überholmanöver auf der Autobahn, da hätte es mich wahrscheinlich auch gelegt. Also, ihr seht schon, ich blende euch auch nochmal ein Bild ein, wie meine Maschine abgeschleppt wurde. Dass ihr es mir glaubt, aber irgendwie, es lief einfach gar nichts. Es lief einfach alles sowas von beschissen in den letzten Wochen. Also hoffe ich, ihr verzeiht mir. So, jetzt möchte ich hier aber mal wieder zum Spiel kommen. Aber es ist halt auch viel passiert und wir haben lange nicht miteinander gequatscht. Darum wollte ich euch mal wieder so ein bisschen erzählen, was bei mir los war und was die Beweggründe dafür waren, dass so lange nichts von mir kam. Ich hoffe echt, dass hier alles passt, also Mikrofon und so. Der Sound müsste ein bisschen besser geworden sein, vor allem, also ich sag mal so ein bisschen dumpfer, radiomäßiger. Weil hier ist mehr gedämmt, nimmt auch ein bisschen mehr die Höhen weg. Deswegen sollte es ein bisschen dumpfer klingen, halt so wie im Radio. Ich feiere den Sound halt, also muss ja jeder für sich selber entscheiden. Manche sagen, nee, das geht gar nicht. Aber, aua, Menno. Jetzt müssen wir uns hier erstmal ein bisschen konzentrieren. Nochmal sterben wäre richtig doof. Ich glaube, wo ist denn das Vieh? Hä? Ich renne bestimmt gerade in eine Gruppe von Dingens rein. Ich wusste es. So, jetzt stirbst du erstmal. Du gehst mir auf den Sack. Dann muss Todes Kito dran glauben. Hallo. Zack, haben wir auch. Der da oben soll mir nicht auf den Sack gehen. Komm, wir hauen uns mal ein Gesundheitsmed rein. Ich habe keinen Bock, dass wir hier wirklich noch sterben. Ich hoffe auch, dass das wirklich unsere Todesstelle hier ist. Ja, die Jungs meinte ich vorhin. Ach komm, ich war da... War ich so nah dran? Nee, doch nicht. Auf jeden Fall bin ich verdammt froh, dass ich kein großes Update verpasst habe. Und hoffe doch, dass bald mal eins kommt. Ich muss mich mal wieder ein bisschen informieren. Ich belese mich jetzt die nächsten Tage mal wieder so, was es an News gab von IronGate. Ob schon irgendwas bekannt ist. Und halt euch dann in den nächsten Folgen am Laufenden. Auf dem Laufenden. Mann, was ist denn los hier? So. Wir könnten eigentlich mal Eiktür ranhauen. Wie sieht's denn aus? 22 Minuten. Ja, Link zum Twitch-Kanal und so weiter ist natürlich in der Videobeschreibung. Wer Bock hat, vorbeizugucken, wie gesagt, Sonntag 20 Uhr. Nochmal kurz ein bisschen Eigenwerbung. Dass ihr auch alle am Start seid. Come on, Fullinger. Hä? Hat den Stein getroffen, ne? Oh, ich habe keine Ausdauer. Hä? Nein, ich wollte gar nicht schlagen. Ja, da habe ich dir gezeigt, Brudi. Komm. Jawohl. Jawohl. Da haben wir ihn. Tag 501 wird es nicht gewesen sein, aber 532 müsste doch hin... Och, das ist jetzt nicht euer Ernst. Na klar, in den Ebenen mit Scheißausrüstung. Ach komm. Wisst ihr, dann lass mal's halt. Dann zock mal kein Valheim mehr. Das Spiel heißt mich nicht gerne willkommen, habe ich das Gefühl. Jetzt war ich so lange weg und direkt so eine Kacke hier. Aua. Ja, 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 und ich sterbe. Ich komme nicht mal weg. Was ist denn mit den Viechern jetzt auf einmal los, Alter? Mann! Das kann doch nicht der Ernst sein, oder, Leute? You can't touch this. You can't touch this.